Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundesbankpräsident Welteke ist zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenz aus den anhaltenden Vorwürfen gegen ihn. Unter Druck geriet der 61-Jährige vor allem wegen eines Silvesteraufenthalts im Berliner Luxushotel Adlon, den die Dresdner Bank finanzierte. Nach ARD-Informationen ließ er sich im vorigen Jahr außerdem vom Autohersteller BMW zum Teil einen Besuch beim Formel-1-Rennen in Monte Carlo bezahlen. Das Vertrauensverhältnis ist zerstört. Ernst Welteke tritt ab und räumt die Festung, die tagelang nicht einnehmbar schien. Der Präsident der Bundesbank will dem Ansehen der Behörde nicht weiter schaden. Er zog die Konsequenzen aus der Adlon-Affäre, verbunden mit schweren Vorwürfen gegen seine Kritiker. In Weltekes persönlicher Erklärung heißt es: Die Missachtungen der grundgesetzlich garantierten Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank und ihrer Organe halten an. Insbesondere der Vorstand wird in unverantwortlicher Weise unter Druck gesetzt. Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Bundesminister der Finanzen und mir ist irreparabel zerstört. Daher habe Welteke den Vorstand der Bundesbank gebeten, ihn aus dem Amt zu entlassen. Der Ausgangspunkt der Affäre: Welteke hatte sich zur Euro-Einführung von der Dresdner Bank einen mehrtägigen Berlin-Aufenthalt im noblen Hotel Adlon bezahlen lassen. Kosten mehr als 7.600 Euro. Nach massiver Kritik beglich er einen Teil der Rechnung. Heute dann neue Vorwürfe. Welteke soll auf Einladung des Autoherstellers BMW eine Einladung zur Formel 1 nach Monte Carlo angenommen haben. Den Flug zahlte er selbst, die übrigen Kosten offenbar BMW. Für VIP-Terrasse und Übernachtung auf einer Luxusjacht. Das Autohaus, das auch die BMW-Bank betreibt, bestätigte die Einladung. Damit geriet der Bundesbankchef heute weiter unter Druck. Ernst Welteke zieht sich aus der politischen Schusslinie zurück. Dennoch ist sein Rücktritt auf keinen Fall ein Eingeständnis irgendeiner Schuld in der Sache. Den Fall juristisch aufklären muss jetzt die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Die Entscheidung Weltekes wurde in Berlin mit Erleichterung aufgenommen. Der Schritt verdiene Respekt, hieß es von Seiten der Bundesregierung. Über die Parteigrenzen hinweg wurde betont, der Rücktritt sei richtig und notwendig, um die Institution Bundesbank und deren Chefposten nicht weiter zu beschädigen. Eigentlich wollte der Bundeskanzler nur seinen Geburtstag nachfeiern. Aber da praktisch alle führenden Politiker der Koalition in Hannover zu Gast sind, ist der Welteke-Rücktritt auch dort Thema Nummer eins. Erste Reaktion des Finanzministers. Ich denke, der Schritt des Bundesbankpräsidenten verdient Respekt. Er war notwendig angesichts der bekannten und neuer Vorwürfe, um Schaden vom Amt des Bundesbankpräsidenten und von dem Ansehen der Bundesbank abzuwenden. Ich glaube, der Rücktritt war unvermeidbar geworden. Seit einiger Zeit schon. Herr Welteke hätte im Amt des Bundesbankpräsidenten keine Autorität mehr gehabt. Auch die Opposition begrüßt den Rücktritt, argwöhnt jedoch, dass die Regierung nun einen willfährigen Finanzpolitiker an die Spitze der Bundesbank stellen will. Jetzt kommt es darauf an, bei der Nachfolge in der Tradition der bisherigen Bundesbankpräsidenten vorzugehen und sicherzustellen, dass der Nachfolger fachlich qualifiziert ist und dass er die Unabhängigkeit der Bundesbank auch sicherstellt. Herr Welteke hat sich denkbar unglücklich benommen. Dennoch spielt im Hintergrund ganz sicher eine Intrige eine Rolle und eine Interessenlage, den Posten neu zu besetzen und lang zu besetzen. Noch ist die Nachfolge offen. Auf der Kandidatenliste stehen die Staatssekretäre Koch-Weser und Tacke, die SPD-Finanzpolitikerin Matthäus Mayer, aber auch der unionsnahe Welteke-Vize Stark. Das Vorschlagsrecht liegt bei der Regierung. Der Kanzler wird wohl schnell eine Entscheidung treffen. Der Rücktritt von Welteke ist heute Abend im Ersten auch Thema im Bericht aus Berlin.